und herzlich willkommen zu diesem neuen Format. Ich habe euch ja am Montag schon ein bisschen geteasert und euch gesagt, dass wir uns heute die Flanderies, die Flu-Wanderies oder die Wanderbrise Monster, wie sie auf Deutsch heißen, anschauen werden. Das neue Thema aus Burst of Destiny. Und ja, heute ist es soweit. Ich freue mich riesig drauf, dieses Format mit euch zu starten. Es ist so ein bisschen, ja, der geistige Nachfolger von Freeze the Meta, könnte man meinen. Wir gehen ein bisschen genauer auf die Meta-Decks ein, schauen uns an, was die so können, beziehungsweise welche Decks in Zukunft kommen und wie sie sich in die Meta einreihen werden. Wir werden uns auch anschauen, wie ihr dagegen spielen könnt und auch ein paar andere Sachen. Schauen wir mal kurz, was wir heute vorhaben. Wir werden uns eine kleine Übersicht anschauen von den Flow-Wanderies oder eben den Wanderbrise-Karten, so der deutsche Name. Wir werden uns die Strategie anschauen, wie spielt das Deck, was ist die Idee dahinter, wie spielt ihr es, wir werden uns da zwei Startkombos anschauen zusammen, was könnt ihr dagegen spielen, wenn ihr jetzt gegen Flanderies spielen müsst. Und ja, ich weiß, ich werde mich in diesem Video 30 Mal versprechen, ich werde die Karten weiterhin Flanderies nennen und nicht Flu-Wanderies. Das ist irgendwie doch ein ziemlich langer Name. Flanderies, wie ihr dagegen spielen könnt, welche Karten ihr wann am besten einsetzt und wie ihr das Deck richtig schön auseinandernehmen könnt. Und am Schluss schauen wir uns noch an, wie das Deck denn eigentlich so vom Power-Level ist. Wie gut ist das Deck wirklich? Ist es so gut, wie die Leute sagen, oder ist es vielleicht auch ein bisschen schlechter? Dazu vielleicht ganz ein kurze Anmerkung vorweg. Ihr habt zum Beispiel im Titel schon gelesen. Die Frage ist heute wirklich so ein bisschen, ist das ein Tier Zero Deck oder Tier 1, wie ein paar ein bisschen intelligentere Leute dann vielleicht doch noch realisiert haben. Denn der Hype um dieses Deck ist gigantisch und das hat sich auch nicht wahnsinnig groß geändert bisher. Die Erwartungen sind ein bisschen zurückgegangen, sie sind nicht mehr ganz so extrem hoch, wie als die Karten angekündigt wurden. Denn es gab da wirklich, ich habe Thumbnails und Videos gesehen von Leuten, die meinten, ja, das ist das nächste Tier Zero und absolut broken und letztlich wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wurde und wir werden uns das Ganze mal in aller Ruhe am Schluss des Videos nochmal anschauen. Ihr könnt übrigens so diese fünf Kapitel springen, indem ihr einfach auf der Timeline von diesem Video mal schaut. Ich habe euch da die Kapitel eingeblendet und gesetzt. Ihr könnt also genau zu dem Teil springen, der euch gefällt. Wenn euch das Video gefällt, lasst auch ein Like da, das würde uns sehr, sehr helfen. Teilt das Video mit euren Freunden und diskutiert vor allem mit uns auf Discord und in den Kommentaren hier zu allen möglichen Themen rund um diese netten kleinen Vögelchen. Ja, genug der Vorworte, lasst uns ins Thema starten und uns die Flanderies anschauen. Die Flanderies sind ein richtig knuffiger Archetype, ich finde die super, super klasse. Es sind im Prinzip drei Vögel, wir sehen hier zwei von ihnen auf dem Konzeptart von Konami. Und sie machen im Prinzip drei Sachen. Sie machen Normalbeschwörungen, sie verbannen sich selber, wenn sie das Spielfeld verlassen und sie lieben Floodgates. Sie haben selber zwei davon, sie können mit sehr, sehr vielen verschiedenen Floodgates spielen. Von ein paar werden sie natürlich auch beeinflusst, auch gegen Flanderies gibt es ein paar Floodgates, die man spielen kann. Aber hauptsächlich ist das Deck wirklich auf Control ausgelegt, auf ganz, ganz viele Normal Summons und dem Gegner so richtig schön auf die Nerven gehen. Die Flanderies gehen dabei quasi auf eine kleine Weltreise, es sind Zugvögel, die ihre Wanderung durch die ganze Welt starten. Wir werden also im Verlauf des Archetypes auf verschiedene andere Vögel treffen, in verschiedenen Regionen der Welt und ich finde das Konzept davon absolut großartig und genial. Ja, viele Normal Summons habe ich gesagt. Was verstehen Flanderies unter vielen Normal Summons? Das Deck kann tatsächlich pro Zug gut und gerne 3, 4, 5 Normal Summons machen, ohne mit der Wimper zu zuckern. Für die, die das Spiel vielleicht erst seit gestern spielen, Normal Summons habt ihr normalerweise eine pro Spielzug, wie uns das Regelbuch so schön erklärt. Und die Flanderies fanden das irgendwie langweilig und haben gesagt, nehmen aber nicht, wir machen da ein bisschen mehr als das. Also 3, 4 Normal Summons, überhaupt kein Problem pro Zug. Und ihr spielt damit natürlich wunderbar um ein paar nervige Special Summon Floodgates rum, die es euch verbieten würden zu specialen oder mehrere von euren Monstern gleichzeitig zu rufen. Mit der Normalbeschwörung, da gibt es ein bisschen weniger Floodgates, die euch daran hindern, denn in der Regel gibt es davon nur einen pro Spielzug. Gehen wir mal auf die Monsterkarten ein, die es gibt in diesem Archetype.
Das sind diese sechs wunderschönen Karten. Ich habe gesagt, diese blauen Vögel, die ihr da seht, die gehen ein bisschen auf Weltreise und besuchen verschiedene Orte. Ihr seht Eagle, das ist quasi ein bisschen die amerikanische Großstadt, die wir da antreffen, mit diesen hübschen Segelbooten und natürlich dem Weißkopfseeadler. Dann haben wir die Rotkehlchen, die wir da im zweiten Bild sehen von Robin, wie sie auf im ursprünglichen Mal hieß, Robina jetzt auf Englisch. Mit dem Big Ben im Hintergrund, zumindest sieht es sehr danach aus. Dann haben wir noch den Strauß, also auch den treffen wir. Den Tukan haben wir noch dabei. Diesen wunderschönen Kaiserpinguin mit den furchtbar fluffigen kleinen Babypinguinen und natürlich auch Schnäule, die Schneeeule, die wir da im Hintergrund sehen, wo wir dann auch ein bisschen prominenter unsere drei Flandereese-Kumpel auf dem Bild haben. Gehen wir mal ganz kurz durch, was die Karten so alles können. Fangen wir an mit Adlan. Ja, die Namen sind ein bisschen weird. Es ist eigentlich immer der Vogel, den man auf der Reise trifft, ist Teil des Namens, ist aber irgendwie komisch abgeändert. Also bei uns heißt die Karte hier Adlan, im Englischen Eglen oder Eaglen oder ich weiß nicht ganz, wie man es aussprechen soll. Es ist ein bisschen schräg. Gewöhnt euch dran, aber es ist ein cooler Archetype. Eaglen oder Adlan hat den Effekt, dass sie, wenn sie offen vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt werden würde oder das Spielfeld verlässt, wird sie stattdessen verbannt. Das teilen sich fast alle der Flanderies und wir sind deshalb nicht wirklich auf den Friedhof angewiesen, was sehr praktisch ist. Jeder der folgenden Effekte von Adlan ist once per turn, hard once per turn. Und in dem Spielzug, in dem wir den Effekt aktivieren, können wir auch keine Spezialbeschwörungen durchführen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn auch den Teil teilen sich alle Flanderies-Monster. Das heißt, wir können nichts specialen, wir können also auch unser Extra-Deck zum Beispiel nicht benutzen mit den ganzen Normalbeschwörungen, die wir aufs Feld geknallt haben. Können wir also nicht einfach irgendwie in eine Link-Summon reingehen oder irgendein Xyz-Monster hinstellen. Nein, wir werden uns definitiv auf Main-Deck-Monster konzentrieren und mit Normalbeschwörungen arbeiten in diesem Thema. Falls sie dann normal beschworen wird, die Adlan-Karte hier. Du kannst anhand ein geflügeltes Ungeheuermonster Stufe 7 oder höher von deinem Deck hinzufügen. Dann, sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, kannst du ein geflügeltes Ungeheuermonster als Normalbeschwörung beschwören. Falls ein geflügeltes Ungeheuermonster als Normalbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschworen wird, solange diese Karte verbannt ist, du kannst diese Karte deiner Hand hinzufügen. Also, die Flanderies machen eigentlich immer zwei Sachen, beziehungsweise eigentlich drei, wenn wir diesen passiven Verbannungseffekt noch mit reinrechnen. Wenn sie normal beschworen werden, machen sie was. Sie suchen meistens irgendetwas Schönes. Und wenn sie aus dem Spiel entfernt hat und ein weiteres Winged Beast beschwört, dann darf man sie auf die Hand zurücknehmen. Wir haben also einen wunderbaren Recycling-Effekt hier eingebaut. Das Deck kann also durchaus auch im Grind-Game noch ein bisschen mithalten. Gehen wir zur nächsten Karte, eine der wahrscheinlich wichtigsten Starter in diesem Deck, und das ist die hier, Wanderbrise und Rotkehler. Das schnuffige kleine Rotkehlchen hier. Ich liebe die Artworks und den Artstyle übrigens, by the way. Es sind so schön gemachte Karten, wundervoll. Auch sie gehen natürlich aus dem Spiel, wenn sie das Spielfeld verlassen würde, und ihr Normal Summon Effekt ist, du kannst deiner Hand ein geflügeltes Ungeheuermonster Stufe 4 oder niedriger von deinem Deck hinzufügen. Dann, sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, kannst du ein geflügeltes Ungeheuermonster als Normalbeschwörung beschwören. Falls ein geflügeltes Ungeheuermonster als Normalbeschwörung beschworen wird, kommt sie auf die Hand zurück, wenn sie verbannt ist. Also auch hier wieder genau das Gleiche. Wir haben einmal den Search-Effekt, der die Normal Summon auslöst, und wir haben den Recycling-Effekt vom Banished Pile. Und natürlich eben das Banishen selber, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, wo uns Adlan die großen Monster sucht, sucht uns Robin die kleinen Monster, was sehr praktisch ist. Ihr könnt mit der Karte ja auch solche interessanten Sachen suchen, wie beispielsweise Didi Crow, was im gegnerischen Zug auch eine interessante Sache sein kann. Und euch so ein bisschen Disruption auf die Hand suchen. Ja, Robin, kommen wir zur nächsten Karte. Wanderbrise und Strau. Nee, ich habe keinen Schreibfehler drin. Die Karte heißt wirklich einfach nur Strau. Das S lag offenbar nicht mehr drin. Im Englischen heißt sie Stree, für Ostrich. Und hier haben wir als Normal Summon Effekt, dürft ihr eine beliebige Karte im Friedhof wählen, in eurem oder dem gegnerischen, sie dann verbannen und sofort, nachdem der Effekt aufgelöst wurde, wieder normalen. Also ihr habt ein bisschen, ja, Grave Hate drin, kleines bisschen ähnlich eigentlich wie Didi Crow, mit dem netten Zusatz, dass ihr halt eben auch nochmal normalen könnt. Auch sie gibt sie selber auf die Hand zurück, wenn sie verbannt wurde und ihr ein Winged Beast normalt.
Ja, wie gesagt, Didi Crow, wenn ihr von der Hand lieber ein bisschen Flexibilität haben möchtet, oder eben Strauss, falls ihr auch im Gegnerischen sogar einfach mal einen Normalsamen hinknallen wollt und der Gegner so ein bisschen ärgern möchtet. Auch das ist möglich. Die nächste Karte ist Tukan, einer meiner Lieblingsvögel. Ich liebe Tukane. Wunderbare Tiere mit diesem wunderbaren Schnabel und den furchtbar schön leuchtenden Gefiedern mit dem Schwarz als Kontrast. Wirklich tolle, tolle Tiere. Auch hier haben wir natürlich wieder die drei Effekte. Wenn ihr ihn normalt, dann könnt ihr eine verbannte Wanderbrise-Karte wählen und sie auf die Hand nehmen und auch danach natürlich gleich wieder normalen. Die anderen beiden Effekte lassen wir mal außen vor. Die kennt ihr bereits. Sie wird gebannt, wenn sie offen das Spielfeld verlässt. Und wenn ihr ein Winged Beast normalt, dann dürft ihr sie auf die Hand zurücknehmen. Widmen wir uns mal ganz kurz den beiden Bossmonstern. Das ist einmal Kaizen oder Empen, wie ihr ihn vielleicht noch kennt. Empen ist ein Stufe 10 Winged Beast Monster, den ihr natürlich dann mit Adlern suchen könnt. Und hier haben wir ein bisschen andere Effektstruktur. Falls diese Karte aus der Puppe beschworen wird, du kannst deiner Hand eine Wanderbrise-Zauberfallenkarte von deinem Deck hinzufügen und sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, kannst du ein Monster als Normalbeschwörung beschwören. Solange sich diese als Tributbeschwörung beschworene Karte in der Monsterzone befindet, kann dein Gegner die Effekte von Spezialbeschwörung als Spezialbeschwörung beschworenen Monstern in Angriffspositionen, die er kontrolliert, nicht aktivieren. Einmal pro Kampf während der Schadensberechnung, falls diese Karte gegen ein Monster eines Gegners kämpft, Schnelleffekt. Du kannst eine Karte von einer Hand verbannen. Die derzeitigen Angriffspunkte und Verteidigungspunkte des Monsters des Gegners werden bis zum Ende des Spielzugs halbiert. Ja, wo uns die kleinen Wanderbrise-Monster die Consistency bringen und uns Karten auf die Hand suchen, unsere Combo-Pieces bringen, haben die beiden Großen die Aufgabe, den Gegner in Schach zu halten. Die Vorteile von Kaizen hier sind natürlich, dass ihr beispielsweise gerade wenn ihr gegen ein Deck mit vielen Link-Monstern kämpft, die sich nicht selber in Verteidigung setzen können, im Prinzip einfach ein komplettes Skill-Drain draußen habt für alle spezialbeschworenen Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite. Nachteil hier ist ein bisschen mit kleineren Monstern, die können natürlich dann auch gerne mal in der Verteidigung gespecialt werden, im Normalfall. Da würde Empen dann leider nicht greifen und auch normal beschworene Monster behalten ihre Effekte. Aber ganz allgemein schon mal gar kein so schlechter Effekt. Auch die Battle Protection, die er mitbringt, ist nicht übel. Ob er die mit 2700 Punkten wirklich braucht, ist dann die andere Frage. Ich denke es eher weniger, aber es kann ganz nützlich sein, das in der Hinterhand zu haben. In der Regel werdet ihr sowieso versuchen, den Gegner daran zu hindern, irgendwie ein großes Feld aufzubauen und dann mit Kaizen oder auch mit Schnäule dem Gegner ordentlich eins aufs Dach geben, bevor da irgendwelche Monster stehen, die eventuell eure lieben kleinen Vögelchen bedrohen könnten. Kommen wir zur zweiten und letzten Monsterkarte der Bossmonster für heute. Das ist Wanderbrise und Schnäule oder Snarl. Snarl ist ein wunderschönes Kärtchen. Auch hier haben wir wieder die drei Vögel natürlich drauf. Hier haben sie sich gerade mit einer Schneeeule angefreundet und folgenden Effekt bekommen. Aber pro Spielzug, solange du diese als tributbeschworene Karte kontrollierst, du kannst in diesem Spielzug bis zu drei Normalbeschwörungen Sätzen durchführen, nicht nur eine. Solange diese als tributbeschworene Karte in der Monsterzone liegt, falls dein Monster ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Einmal pro Spielzug des Gegners, Schnelleffekt, du kannst eine Karte von deiner Hand verbannen, ändere alle als spezialbeschworenen Monster, den Gegner kontrolliert, in die verdeckte Verteidigungsposition. Snarl ist ein ziemlich gemeines Kerlchen. Es ermöglicht uns nicht nur einfach weitere Normalbeschwörungen durchzuführen, nein, wir können auch einfach mal das gegnerische Feld komplett zudecken und so, ja, ein bisschen Schabernack treiben. Das kann ganz nützlich sein, denn wie ihr wisst, verdeckte Monster können nicht als Linkmaterial benutzt werden, wir können sie nicht als Xyz-Material verwenden, wir können auch keine Synchro-Beschwörung mit ihnen durchführen. Es ist eigentlich alles nicht mehr so einfach zu benutzen und liegt in der Regel blöd in der Gegend rum. Und sie gibt allen unseren netten Monstern, unseren kleinen Vögelchen, sehr, sehr scharfe Schnäbel und lässt sie Trampelschaden austeilen oder eben durchschlagenden Kampfschaden. Eine interessante Karte. Empen ist wahrscheinlich die Karte, die ein bisschen mehr im Fokus steht, einfach weil sie einen sehr defensiven Effekt hat. Schnäule ist eher ein bisschen offensiv und ermöglicht es euch halt wirklich mit den drei, vier Monstern, die ihr hinstellt, mit euren Normal Summons, dann eben die gegnerischen Monster zuzubucken und mal rüber zu rennen, ein bisschen Schaden auszuteilen und euch so irgendwann dann den Sieg zu holen. Ja, Schnäule, coole Karte.
Kommen wir noch zu den Support-Karten. Da gibt es 4 Spells und Traps momentan. Wir kriegen im nächsten Set noch weitere dazu. Die schauen wir uns dann in der Set-Preview noch genauer an. Wir bleiben für heute mal bei den 4, die wir ab morgen spielen dürfen. Und zwar sind das Wanderbrise und die großartige Karte, Wanderbrise und die unbekannten Winde, die träumende Stadt und das schreckliche Meer. Wir fangen mal vorne an mit der großartigen Karte. Das ist auch eine großartige Karte, by the way. Es ist ein Field Spell. Mit folgendem Effekt: Während deiner Main Phase, du kannst eine Wanderbrise Monster Stufe 1 in deiner Hand vorzeigen und eine Wanderbrise Karte mit unterschiedlichem Namen von einem Deck verbannen. Dann, sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, beschwöre das vorgezeigte Monster als Normalbeschwörung. Falls ein Gegner ein Monster als Normalbeschwörung beschwört, sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, kannst du ein Wanderbrise Monster als Normalbeschwörung beschwören. Jeder Effekt ist hard once per turn und interessante Karte. Sie fixt unsere Starthand, wenn wir mal irgendwie was Nettes brauchen, indem wir einfach eines der Flanderies Monster banishen können. Die geben sich ja dann auf unsere Hand zurück, wenn wir was normeln. Also wir können so quasi was suchen. Wir können aber auch die anderen Spell und Traps banishen und sie mit unserem kleinen Tukan wieder auf die Hand zurückholen. Sehr, sehr praktisch, wenn wir mal einen Floodgate von unseren Flanderies Traps haben möchten und sie nicht im Verlauf der Kombo suchen wollen. Ein zweiter Effekt ist auch, der ist ja auch sehr, sehr nice. Wir können im gegnerischen Zug Normalbeschwörungen durchführen, auch ein sehr interessanter Effekt. Sobald der Gegner was normelt, dürfen wir nämlich auch was normeln. Ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich dem doch sagen. Und können dann unsere ganzen Flanderies-Karten natürlich wieder triggern. Die zweite Spell in unserem Lineup ist Wanderbrise und die unbekannten Winde. Ein unglaublich schönes Artwork mal für den Anfang und folgender Effekt. Du kannst Tributbeschwörungen durchführen, die 2 Tribute erfordern, indem du ein Monster, das du kontrollierst, und eine Karte, der Gegner kontrolliert, auf den Friedhof legst, statt Tribut anzubieten. Dies wird trotzdem als Tributbeschwörung behandelt. Wir kriegen also gegnerische Monster weg, beziehungsweise gegnerische Karten weg, indem wir einfach nur eine Tributbeschwörung machen. Ist das nicht cool? Ich finde das sehr, sehr cool. Fast die beste Art von Removal, könnte man sagen. Es zerstört nicht, es schickt nichts auf den Friedhof, es wählt nichts. Es ist einfach nur, hey, ich opfer jetzt mal deine Karte, um eine Tributbeschwörung durchzuführen. Nett. Während deiner Main Phase, du kannst bis zu 2 geflügelte Ungeheuermonster in deiner Hand vorzeigen und sie in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck legen. Dann ziehe Karten in Höhe der Anzahl der gelegten Karten. Du kannst diesen Effekt von Wanderbrise und die unbekannten Winde nur einfach pro Spielzug verwenden. Ja, also auch hier wieder ein bisschen Handfixing, falls wir jetzt doch mal irgendwas auf der Hand haben, was wir eigentlich nicht brauchen würden an geflügelten Ungeheuern, können wir die ins unters Deck zurücklegen und dann Karten ziehen. Sehr, sehr praktischer Effekt. Wir können damit beispielsweise unsere Bossmonster zurücklegen, neue Karten ziehen, schauen, dass wir vielleicht ein bisschen Protection bekommen in Form von einem Called by the Grave oder einem Auslöschungsinformanten und dann unsere Bossmonster, die wir zurückgemischt haben, einfach in der innerhalb der Combo wieder auf die Hand suchen. Das heißt, wie wir nachher sehen werden, sehr, sehr einfach. Kommen wir zu den Fallenkarten. Wanderbrise und die träumende Stadt. Auch hier hübsches Artwork, wie bei eigentlich allen Flanderies-Karten. Während der Main Phase, sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, beschwöre ein geflügeltes Ungeheuermonster Stufe 4 oder niedriger als Normalbeschwörung. Falls du ein Monster Stufe 7 oder höher als Tributbeschwörung beschwörst, solange sich diese Karte in einem Friedhof befindet, du kannst diese Karte verbannen, ändere alle Monster, die ein Gegner kontrolliert, in die verdeckte Verteidigungsposition. Auch die Effekte sind hard once per turn. Wir haben hier quasi den fallen gewordenen Effekt von Schnäule, bisschen umgeändert, nochmal in der Form, dass wir eben keine Spezialbeschwörung Monster auf der gegnerischen Seite brauchen, sondern einfach alle Monster in die verdeckte Verteidigungsposition schicken können. Sehr nette Disruption, ihr seht auch schon so ein bisschen die Interaction-Strategie von Flanderies. Wir werden im gegnerischen Zug nicht einfach uns zurücklehnen, Däumchen drehen und ein paar Körnchen futtern. Nein, wir werden weiter Normalbeschwörungen durchführen und den Gegner ordentlich einheizen mit unseren Vögeln hier. Und die Falle ist eine Möglichkeit, das zu tun. Ihr könnt euch die träumende Stadt während dem nächsten Zug problemlos auf die Hand suchen. Wir haben da einiges an Möglichkeiten. Die einfachste ist eigentlich Ampen. Ihr könnt aber auch mit der Field Spell die hier banishen, Tukan normeln und euch träumende Stadt auf die Hand zurückholen. Ebenfalls in unserem Sortiment liegt
die Konterfallenkarte Wanderbrise und das schreckliche Meer. Und hier haben wir jetzt folgenden Effekt. Hier können wir nämlich den Gegner ein bisschen punishen, falls er doch die Frechheit besitzen sollte, Monster als Spezialbeschwörung zu beschwören. Denn wenn dein Gegner ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung beschwören würde, solange dein offenes Attribut beschworenes Monster und keine als Spezialbeschwörung beschworenen Monster kontrollierst, annulliere die Beschwörung und falls du dies tust, gib die Monster auf die Hand zurück. Zusätzlich kann dein Gegner für den Rest des Spielzugs keine Spezialbeschwörungen durchführen und kann in diesem Spielzug bis zu 3 Normalbeschwörungen Sätzen durchführen, nicht nur eine. Du kannst nur eine Wanderbrise und das schreckliche Meer pro Spielzug aktivieren. Klingt auf den ersten Blick ein bisschen risky. Dem Gegner 3 Normal Summons zu gewähren pro Zug kann gefährlich sein. Wenn wir aber berücksichtigen, dass der Gegner trotzdem keine Special Summons mehr machen kann, bringen ihm in den meisten Decks diese Normal Summons nicht wirklich viel. Ich meine, was normalt ihr normalerweise? Entweder eure Starter, die euch dann irgendwelche weiteren Monster suchen, die ihr specialen wollt, weitere Karten, die solche möglichen, in euer Extra-Deck zu gehen, all das wird nicht mehr passieren. Ihr kriegt dann zwar vielleicht 2-3 kleine Monster aufs Spielfeld, wenn ihr überhaupt Monster spielt, die ihr normal könnt, gibt ja auch durchaus auch 2-3 Decks, die ein bisschen größere Monster haben, die ihr nicht unbedingt normal sammeln wollt, aber insgesamt haben wir dann eben doch die Möglichkeit, euch von den Special Summons fernzuhalten, und das ist eigentlich das große, der große Pluspunkt hier. Ja, interessante Karte auf jeden Fall. Schön generisch übrigens auch. Also wenn ihr irgendein Deck spielt, was nur auf Normal Summons aus ist und keine spezialbeschworenen Monster spielt, könntet ihr die sogar außerhalb der Flanderies spielen. Ich denke da an sowas wie die Monarchen beispielsweise. Würde da ganz gut reinpassen. Kommen wir zur Strategie des Decks. Was haben wir denn als Ziel quasi? Was ist die Strategie? Wie wollen wir gewinnen? Naja, wir haben es uns eigentlich ja schon ein bisschen angeschaut. Wir haben unsere kleinen Karten, unsere kleinen Vögel, die uns die größeren Sachen suchen und unsere Disruptions ebenfalls auf die Hand organisieren. Das ist ein bisschen die Consistency quasi. Mit denen suchen wir uns unsere Win Conditions, beziehungsweise suchen uns das, was uns zur Win Condition bringt. Hauptsächlich Kaisen, Schnäule, träumende Stadt und schreckliches Meer. Dem können wir den Gegner mal ein bisschen verlangsamen, ihn daran hindern, diverse Sachen zu machen. Und mit Empen und mit Adlen haben wir auch Zugriff auf unsere Bossmonster in diesem Deck. Denn die sind nicht nur Empen und Schnäule, sondern wir haben auch Zugriff auf coole, geflügelte Ungeheuer außerhalb des Themas. Wie beispielsweise Nebeltal Goldadler, der es uns ermöglicht, Kartenaktivierungen zu negieren, dem wir einfach ein geflügeltes Ungeheuer zurück auf die Hand geben. Wir haben Reiser, der Megamonarch, auch eine sehr, sehr coole Karte, die Karten zurückmischen kann. Wir haben eine Barrierenstatue der Sturmwinde, die es verhindert, dass Nicht-Windmonster gespecialt werden. Ihr könntet hier theoretisch sogar jede andere Barrierenstatue spielen, denn ihr specialt sowieso nichts. Aber die Statue der Sturmwinde könnt ihr euch suchen, von daher definitiv ein Vorteil. Wir können auch so coole Sachen spielen wie Dimensionsriss und Makrokosmos. Wir sind absolut nicht auf unseren Friedhof angewiesen. Unsere Monster gehen sowieso aus dem Spiel. Makrokosmos hat den kleinen Nachteil, dass natürlich auch unsere Fallenkarten aus dem Spiel gehen und wir dann den Friedhofseffekt von nicht Scary Sea, sondern von Träumende Stadt nicht mehr aktivieren können. Das ist ein kleiner Nachteil. Ansonsten behindert das den Gegner in der Regel wesentlich mehr als uns und ist der Grund, weshalb wir auch die Karte hier spielen können. Dimensionsverschieber. Eine sehr nette Handtrap, auch aus den letztjährigen Tins. Vorletztjährigen Tins. Und quasi ein kleiner Makrokosmos auf 2 Beinen, den ihr einfach abschmeißen könnt, wenn ihr keine Karten im Friedhof habt. Die meisten von euch werden die Karte kennen, beim gleichen Set drin wie Nibiru und Dark Ruler No More. Also sieht nicht ganz so viel Play wie Nibiru, weil es halt einfach doch ein bisschen Setup erfordert. Ihr dürft nichts im Friedhof haben, also in der Regel nützt euch in den meisten Decks die Karte nur Turn 1 was. Hier drin haben wir den Vorteil, dass wie gesagt die meisten von unseren Karten sich schon selber aus dem Spiel nehmen und wir deshalb die Karte durchaus auch Turn 2 vielleicht mal benutzen können. Sehr, sehr gute Karte, denn ihr wisst, das Meta ist immer noch sehr stark auf seinen Friedhof angewiesen. Ist nicht so, dass jedes Deck gleich automatisch verliert, wenn es einen Friedhof nicht hat, aber es ist doch eine ziemlich starke Einschränkung für die meisten Themen. Ja,
Das sind so ein bisschen die Strategien, die wir haben. Wir versuchen, den Gegner wirklich am Spiel zu hindern. Wir lassen ihn nicht specialen, wir lassen ihn nichts vom Friedhof benutzen. Wir schmeißen ihm vom Feld wieder weg, was er schon gespecialt hat. Wir trampeln über seine Monster rüber mit Schnäule, falls er die Frechheit besitzen sollte, doch ein paar spezialbeschworene Monster zu haben. Decken wir die einfach zu und rennen dann mit Schnäule drüber. Also ihr seht schon, wir haben einiges an Möglichkeiten, einiges an Strategien. Ihr könnt auch bei dem Bossmonster noch andere Karten spielen. Ihr habt auch die Möglichkeit, ein paar Seamogs zu spielen beispielsweise. Ihr habt bei den Fallen die Möglichkeit, Karten wie den Harpyen-Federsturm zu spielen, der komplett Monstereffekte ausschaltet. Ihr habt da wirklich einiges an coolen Karten in der Rückhand. Wir sind momentan noch dabei, das Deck zu testen, versuchen den besten Build für euch zu finden. Ich spiele das Deck in Zukunft selber und freue mich da schon sehr, sehr drauf. Wir werden also euch in ein, zwei Wochen auch mal noch ein Deck-Profile präsentieren und euch zeigen, wie wir das Deck so spielen würden. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie man denn die ganzen Combo-Pieces zusammensetzt. Wie spielt man dieses Deck? Was mache ich denn in meinem ersten Zug, um ein bisschen eine Feldpräsenz aufzubauen? Das schauen wir uns jetzt an. So, schauen wir uns also mal ganz kurz zwei Start-Kombos an, wie ihr im ersten Zug ein bisschen eine Feldpräsenz aufbauen könnt. Entschuldigt übrigens die Proxys, ich habe leider noch nicht alle Karten zusammenbekommen, aber wollte euch trotzdem das Video schon mal vorbereiten. Wir beginnen mal mit der ersten Kombo und gehen mal davon aus, wir haben einfach nur eine Rubina in der Hand. Die anderen vier Karten interessieren uns für den Moment mal noch absolut gar nicht. Wir würden also mal Rubina normeln. Und Rubina erlaubt es uns jetzt, ein Stufe 4 oder niedriger geflügeltes Ungeheuer auf die Hand zu suchen. Wir würden uns da für Eaglen entscheiden. Eaglen ist irgendwo hier drin. Hier ist er. Nehmen wir uns den auf die Hand, dürfen jetzt gleich ein Monster normeln. Normeln Eaglen. Eaglen sucht uns ein weiteres Monster, dieses Mal Stufe 7 oder höher. Was natürlich perfekt ist, denn wir können uns damit Empen suchen. Jetzt können wir die beiden hier tributieren für die nächste Normalbeschwörung. Das ist dann Empen. Empens Effekt aktiviert sich und der Effekt von Rubina und Eagle aktiviert sich ebenfalls. Hier könnt ihr jetzt ein bisschen Chain blocken. Wichtig wäre hier, den Effekt von Empen zu schützen. Das heißt, ihr würdet Empen Chainlink 1, Rubina 2, Eaglen 3 machen. So kriegt ihr keine Ash und solches Zeugs mehr auf euren Empen ab. Würdet euch dann dementsprechend Rubina zurück auf die Hand nehmen, Eaglen zurück auf die Hand nehmen und Empen sucht euch nun eine eurer Spelled Traps. Wir würden hier mal auf City of Dreams gehen. Da werden wir im genischen Zug auch noch ein bisschen was machen können. Eine unserer netten Fallenkarten, Fluon Reese and the City of Dreams. Und würden dann einmal die City setzen und den Zug für den Moment beenden. Im generischen Zug haben wir jetzt also in unserer Hand zum einen Robin und Eaglen und die verdeckte City of Dreams. Wenn der Gegner jetzt also dran ist, können wir einfach mal City of Dreams aktivieren in seiner Main Phase und weiterspielen. Wir können dann Rubina normeln. Rubina sucht uns unseren Toucan. Wo ist er? Verstecken sich heute vor mir. Toucan, wo bist du? Ich hätte mir die Karten raussuchen sollen. Ich wollte es ein bisschen on the fly machen, aber egal. Such Toucan, Normal Summon Eaglen. Eaglen Effekt sucht uns wieder eines unserer Bossmonster. Und hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können uns Reiser suchen, um ein bisschen zu bouncen. Wir können aber auch definitiv Avian suchen beispielsweise. Das hängt ein bisschen von euch ab. Wir können jetzt hier sagen, wir nehmen mal einfach für unser Beispiel Avian. Dürfen jetzt eine weitere Normal Summon machen, das wäre dann direkt Avian. Nehmen Robin und Eaglen wieder raus. Normal Summon Apex Avian. Die Karte geht in den Friedhof. Neue Chain, Robin und Eaglen würden sich wieder aktivieren. Wir könnten auch City of Dreams vom Grave noch banishen und so noch die generischen Monster zudecken, falls wir das machen möchten. Wir haben also hier dann wieder ein paar Möglichkeiten mehr. Haben jetzt zwei relativ große Monster auf dem Spielfeld, immer noch drei Handkarten und ja, definitiv eine nette Combo. Kommen wir zur zweiten. Für die zweite Combo gehen wir mal davon aus, wir haben Robin und
einen Iglen in der Hand. Könnte aber auch ein Toucan sein. Wir machen jetzt einfach mal mit Iglen. Wir beginnen mit Normal Summon Iglen. Und mit Iglen suchen wir uns einen Empen. Als nächstes würden wir dann durch den Effekt von Iglen dürfen wir nochmal normeln. Heißt, wir normal summon Robina. Und Robina sucht uns eine weitere Karte. In diesem Fall suchen wir uns Toucan. Und können nun die weitere Normal Summon dazu benutzen, hier wieder auf Empen zu gehen. Jetzt mit Empen haben wir wieder die Möglichkeit, was zu suchen. Und Robin und Iglen zurück auf die Hand zu nehmen. Also wieder Chainlink 1, 2, 3. Heißt, wir kriegen Robina zurück, kriegen Iglen zurück, suchen uns mit Empen unseren Field Spell, die Magnificent Map. Aktivieren dann auch gleich die Map. Zeigen Toucan vor und banishen damit City of Dreams. Nun dürfen wir wieder normeln durch den Effekt der Field Spell. Normeln wir Toucan. Toucan holt uns City of Dreams zurück. Wir können City of Dreams setzen und würden abgeben. Jetzt haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten im generischen Zug. Wir können entweder durch den Effekt von Mysterious Map normeln. Wir können aber auch die City of Dreams benutzen. Wir könnten uns sogar mit Mysterious Map natürlich anstatt die City of Dreams könnten wir uns auch die andere Fallenkarte, die Scary Sea Konterfallenkarte aus dem Deck aus dem Spiel entfernen und die dann mit Toucan zurückholen, um so im genischen Zug nochmal ein bisschen Interruption zu haben. Also ihr habt hier ganz viele Möglichkeiten zur Hand, wie ihr spielen könnt. Und ja, im genischen Zug dann auch hier wieder die Möglichkeit natürlich entweder mit City of Dreams auf Iglen zu gehen. Iglen sucht euch eure großen Bossmonster. Das gleiche gilt für Mysterious Map, falls der Gegner was normalt. Könnt ihr sogar noch seine Monster oder seine Karten als Tribut benutzen. Also alles in allem ist das ungefähr so das, was ihr mit Flanderies anstellen könnt, mit relativ wenig Aufwand. Ja, das waren die zwei Kombos, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Und es gibt natürlich noch zig Möglichkeiten, das zu erweitern. Ihr habt Möglichkeiten, noch andere Bossmonster zu spielen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr doch schon ein paar Karten mehr auf der Hand habt, natürlich die auch in eure Combo einzubinden und noch weitere Normal Summons durchzuführen, weitere Floodgates zu setzen und den Gegner noch ein bisschen weiter unter Druck zu setzen. Aber die zwei Kombos hier schon mal ein guter Starter und ja, höchstwahrscheinlich so ein bisschen eure Standard-Openings, könnte man fast schon sagen. Jetzt schauen wir noch kurz, wie man denn dieses Deck hier besiegen kann. Was machen wir denn gegen diese ganzen Normal Summons? Was machen wir gegen die ganzen einfachen Sucheffekte, die wir haben? Wie komme ich gegen dieses Deck an und verhindere, dass ich ohne Special Summons gar nichts mehr machen kann und das Duell dementsprechend verliere? Naja, leider ist es so, dass Flanderies doch recht anfällig ist gegen Hand Traps. Da müssen wir im eigenen Deck ein bisschen Protection gegen spielen und hoffen, dass der Gegner nicht allzu viel Hand Traps hat. Und sehr schmerzhaft sind vor allem Karten wie Ash Blossom, Infinite Impermanence und allen voran Kautz und Schlossvogel. Droll and Lockbird ist eine unglaublich schmerzhafte Karte, denn ihr habt es vorhin in der Kombo gesehen, wir suchen doch ein paar Karten pro Zug und sind eigentlich darauf angewiesen, dass wir suchen können, um unsere Effekte zu nutzen. Wenn wir einen Droll and Lockbird kassieren, dann ist der Zug doch recht schnell mal sehr mager und wir machen nicht mehr wahnsinnig viel danach. Von daher, das ist definitiv eine gute Sache. Auch Beschwörungslimit kann funktionieren. Wir brauchen unsere Normal Summons, auch wenn wir nicht specialen. Wir machen doch 2-3 Beschwörungen mindestens pro Zug. Und wenn wir das nicht mehr machen können, dann haben wir ein kleines Problem, dass wir einfach an unsere Combo-Pieces nicht mehr rankommen, unsere Floodgates nicht mehr rausbekommen und in der Regel einen sehr schweren Start haben. Ganz allgemein kann man, glaube ich, sagen, wenn ihr gegen das Deck spielt, versucht die erste Normal Summon zu verhindern, den Effekt zu negieren und das Deck wird dann schon relativ starke Probleme haben, wenn wir nichts dagegen machen können. Also wenn ihr es schafft, die erste Normal Summon zu verhindern oder den ersten Effekt zu negieren, dann ist relativ schnell schon mal ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr ganz so einfach weitergeht. Da brauche ich mal ein paar Extender, da kommt dann beispielsweise sowas wie die Field Spell ins Spiel, mit der man weiterspielen kann. Auch da habt ihr natürlich die Möglichkeit, da anzusetzen und das zu verhindern.
Ja, wenn so die ersten Ansätze einer Normalbeschwörung nicht funktionieren, dann ist das Deck wirklich schon mal auf einem schweren Standfuß. Ebenfalls eine Möglichkeit, falls ihr jetzt First geht beispielsweise und eben so Sachen spielen wollt wie Beschwörungslimit, gibt es noch ein paar andere Floodgates, die gegen das Deck funktionieren, wie beispielsweise Gozen Match. Ihr habt es vorhin gesehen, wir haben einige Windmonster, wir haben aber auch einige Wassermonster. Und das Problem ist so ein bisschen, dass Robina ein Wassermonster ist und unser Hauptstarter eigentlich darstellt, sich im Verlauf der ganzen Sache dann aber eben andere Typen sucht. Empen ist unglücklicherweise ein Windmonster, unsere Bossmonster sind Windmonster, wie Reiser beispielsweise, Tukan ist ein Windmonster. Es ist nicht alles das gleiche Attribut, was das Ganze ein bisschen anfällig macht gegen sowas wie Ghosten Match, sofern ihr die Karte denn spielen könnt. Auch schwierig, es kann nur einen geben, praktisch das ganze Deck besteht aus, oder nee, das ganze Deck besteht aus Winged Beasts und wenn wir die dann nicht mehr spielen dürfen, ist auch sehr schnell mal Sense und wir kriegen Probleme, das Spiel am Laufen zu halten. Das sind so ein bisschen die Ansatzpunkte. Ganz allgemein zusammengefasst, schaut, dass ihr die erste Normalbeschwörung platt macht, schaut, dass die Extender, die danach kommen, eben die Field Spell beispielsweise, dass die ausgeschaltet werden und dann habt ihr eine relativ gute Chance, das Deck doch einigermaßen auszuhebeln. Was uns zum letzten Punkt auf der heutigen Tagesordnung bringt, das Rating. Wie gut ist denn dieses Deck eigentlich? Und da wir das Format hier das erste Mal haben und ja noch nicht wirklich wissen, wie wir das Ganze vom Ablauf her machen, dachte ich mir, ich erkläre euch ganz kurz meine Kriterien, bevor wir loslegen. Wir bewerten das Deck in 5 Kategorien. Das ist einmal die Offensive, einmal die Defensive, die Stabilität des Decks, also wie konstant kann es denn seinen Spielablauf durchführen, die Flexibilität und das Comeback-Potenzial. Wie gut kommt das Deck ins Spiel zurück, nachdem es ein paar Hits kassiert hat. In all diesen Kategorien vergeben wir bis zu 10 Punkte und je besser das Deck in der Kategorie läuft, desto mehr Punkte bekommt es selbstverständlich, was uns am Schluss dann einen guten Überblick geben sollte, wie stark das Deck eigentlich dasteht. Fangen wir mal mit der Offensive an. Flanderys ist offensiv jetzt nicht das absolut stärkste Deck. Wir haben definitiv ein paar Möglichkeiten, da was zu machen, mit Schnäule beispielsweise und ein bisschen Kampfschaden auszuteilen. Unsere beiden suchbaren Bossmonster haben relativ hohe Angriffspunkte. Die anderen Bossmonster, die wir suchen können, wie Reiser mit seinen 2800 Punkten oder auch Apex Avian mit seinen relativ hohen Punkten, mit 2700 Punkten, ist auch das ein relativ hoher Threat. Trotzdem ist das Deck eher auf der defensiven Seite stark und versucht euch einzuschränken und nicht einfach zu überrennen mit großen Monstern. Also vom Angriff her würde ich dem Deck mal einfach 6 Punkte geben. Ich denke, das ist relativ fair. Und gehen wir weiter zum Defensiven. Wie gesagt, hier haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, Karten zuzudecken. Wir haben die Möglichkeit, Normalbeschwörungen und Special Summons zu verhindern bzw. zu negieren und den Gegner aus seinem Extra-Deck quasi rauszulocken. Hier haben wir definitiv mehr Möglichkeiten als in der Offensive, meiner Meinung nach, und kriegen deshalb eine solide 8 hin. Die Consistency des Decks. Wie stabil ist das Ganze? Ihr habt zwar in der Combo gesehen, wir brauchen nicht wahnsinnig viel, um unsere Boards hinzustellen. Im Prinzip reicht meistens eine einzelne Rubina, um unsere Combos zu starten und auch auf ein relativ anständiges Board zu kommen. Hier also definitiv ein sehr hoher Score. Problem ist ja, wie gesagt, ein bisschen, wir sind anfällig gegen Handtraps. Nichtsdestotrotz würde ich dem Ganzen eine solide 8 geben. Nächster Punkt, Flexibilität. Wie flexibel sind wir hier drin? Wir haben relativ viele Möglichkeiten, verschiedene Sachen zu machen. Wir können das Deck relativ unterschiedlich aufbauen. Wir können verschiedene Bossmonster spielen. Wir können verschiedene Floodgates spielen. Wir haben, von dem mal abgesehen, aber doch einen relativ linearen Spielablauf. Wir machen unsere Normalbeschwörungen, suchen uns relativ schnell mal Empen und eine Trap auf die Hand. Und im gegnerischen Zug gibt es dann eben entweder eine Floodgate oder unsere anderen Bossmonster wie Avian oder Reiser. Also alles in allem doch ein bisschen Spielraum, aber jetzt nicht das absolut Wildcard-Deck, wo wir einfach jeden Zug irgendwas anderes machen können und jedes Duell einen komplett anderen Verlauf nimmt. Von daher eine solide 7, aber definitiv nicht absolut on top. Wie sieht's denn aus mit dem Comeback-Potenzial? Wie gut erholen wir uns von, ja, Sachen, die uns eins auf die Mütze geben wollen?
Das kommt ein bisschen darauf an. Das Grindgame gewinnen wir relativ gut, denn unsere Monster recyceln sich selber, wir können sie immer wieder zurückholen. Wir haben mit Reise eine Möglichkeit, unsere anderen Karten vom Friedhof auch zu recyceln, unsere Handtraps beispielsweise. Von daher sind wir da schon relativ gut aufgestellt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn wir auf die Normal sammeln, auf die erste Negate kassieren, haben wir relativ starke Probleme. Und das Ganze ist dann eben doch nicht ganz so comeback-fähig, sag ich jetzt mal. Von daher ist es definitiv angebracht, würde ich sagen, wenn wir auch hier eine solide 7 setzen und das Ganze damit abrunden. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, wo schmeißt uns das hin auf der Tierliste? Ist es Tier 0, wie einige behauptet haben? Ist es Tier 1? Meiner Meinung nach ist es definitiv nicht Tier 0. Ein Tier 0-Deck verliert nicht gegen 5 Handtraps. Ein Tier 0-Deck gewinnt jedes Spiel und gewinnt jedes Spiel, das nicht gegen sich selber gespielt wird. Flanderies ist unter keinen Umständen, auch nur ansatzweise Tier 0. Wer das sagt, hat das Deck nicht verstanden oder versteht von diesem Spiel nichts. Das ist definitiv nicht der Fall. Tier 1, schwierig. Wie gesagt, wir haben Probleme, wenn wir im ersten Zug 1-2 Handtraps kassieren. Andere Decks spielen durch 3-4 Handtraps durch und haben damit kaum Probleme. Und stellen immer noch ein relativ gutes Board hin. Also ich würde sagen, Tier 1 ist hochgegriffen. Das ist sehr, sehr optimistisch. Ich persönlich sehe das Deck eher im Tier 2-Bereich, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer. Das werden die kommenden Wochen dann zeigen. Ich werde es definitiv selber spielen. Ich freue mich sehr, sehr darauf. Und hoffe, dass das Deck ein bisschen was reißen kann. Den Vorteil, den es im OCG hat, ist natürlich, dass es komplett unter Maxi durchtaucht, was da eine sehr wichtige Karte und eine sehr metadefinierende Karte ist. Aber auch da macht das Deck 3-4% des Top-Cuts aus. Das ist nicht Tier 0, absolut nicht. Das ist auch nicht wirklich Tier 1. Ich denke, wir werden uns irgendwo auf den unteren Tiers einpendeln. Vielleicht laufen wir sogar als Rogue-Deck durch. Das wird sich sehen. Das Deck ist auf jeden Fall sehr beliebt, wie sich gezeigt hat. Und zumindest an unseren Locals war die Nachfrage an den Karten offenbar sehr, sehr groß. Der Preis ist relativ gut gesunken in letzter Zeit. Mit Empen und Schnäule irgendwo um die 10 Euro rum. Die gingen anfangs noch um die 40, 50 im Vorverkauf. Also das Deck ist doch durchaus recht erschwinglich geworden, muss man sagen. Also wenn das Deck mal ausprobieren wollt, schnappt euch die Karten, jetzt wo sie günstig sind, wenn das Deck doch irgendwie was reißen sollte, werden die Preise ganz sicher nochmal ein bisschen hochgehen, aber ich denke, mit einem guten Tier 2 sind wir da schon dabei. Ich sehe das so ein bisschen in die Richtung von Altergeist früher. Es ist nicht absolutes Top-Meta, aber es ist ein Control-Deck, was definitiv mit dem Meta mithalten kann und sich ein, zwei Duelle sicher unter den Nagel oder eben hier unter den Schnabel reißen kann. Ich würde jetzt von euch natürlich gerne eure Meinung wissen. Wie seht ihr das? Wo würdet ihr unsere Flanderies hier einordnen? Was denkt ihr, hat das Deck für Potenzial? Werdet ihr selber spielen? Wenn ja, warum? Was gefällt euch daran? Wenn nein, auch da, warum? Warum möchtet ihr das Deck nicht spielen? Was gefällt euch daran nicht? Oder was plant ihr vielleicht alternativ zu spielen? Ich meine, Burst of Destiny bringt uns doch einiges an neuen Themen, die wir ausprobieren können und bringt Verstärkung für ältere Themen, die auch nicht allzu schlecht sind. Ja, ich freue mich von euch zu hören. Ab in die Kommentare mit euren Meinungen. Das Video ist jetzt doch relativ lang geworden. Schreibt mir auch, was ihr vom Format haltet. Ich bin immer noch dabei, das Ganze ein bisschen zu perfektionieren, ein bisschen zu schauen, wie wir das genau aufziehen möchten in Zukunft. Und ich bin auch noch nach einem schönen Namen am Suchen. Ich habe es jetzt, vielleicht habt ihr schon was im Titel, vielleicht ist mir inzwischen selber sein gefallen, aber ich habe noch keinen hübschen Überbegriff wie Band oder Kaiba, klärt auf oder was wir sonst so alles hatten in der Vergangenheit. Da muss ich mir noch was Nettes ausdenken, aber ich denke, das Format an sich ist dürfte sehr interessant sein. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, ihr hoffentlich auch. Wenn ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Besucht uns auf Discord und quatscht damit ein bisschen mit uns. Discord.io/Yu-Gi-Oh! Insider. Links sind natürlich alle in der Videobeschreibung.
An der Stelle auch ein herzliches Dankeschön wie immer an unsere Patreon-Supporter, deren Namen ihr gerade über den Bildschirm flimmern seht. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Das gibt's am Freitag. Das wird das Opening sein zu Burst of Destiny, wo wir auf Vogeljagd gehen und hoffentlich ein paar von diesen hübschen kleinen Vögelchen bekommen. Ja, das war's von mir. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, Leute.